Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Immer noch auf der CMT in Stuttgart. Denkt man sich, oh, was gibt's da zu sehen? Und ja, da gibt's eine ganze Menge. Jetzt in diesem kleinen Video wollen wir uns mal Folgendes angucken. Weißt du, wenn du auf der Suche bist nach was Neuem, dann fährst du auf so eine Messe und dann überlegst du dir manchmal, ja Mensch, ein Wohnwagen ist halt doch erstmal ein Wohnwagen und irgendwie sehen die ja gefühlt alle gleich aus. Ja, aber es gibt natürlich diese kleinen Perlen und so eine kleine Perle habe ich jetzt hier gerade gefunden. Das ist nämlich der Eriba Troll 530 Rockabilly. Wenn man mich jetzt anschaut, denkt man sich auch, ja, mit Rockabilly hat der nicht so viel zu tun. Ah, du, ey, in mir schlummert auch ein Rocker und was für einer. Und diesen tollen Rockabilly 530 Troll, schlag mich tot, den möchte ich dir jetzt ganz gerne mal ein bisschen zeigen. Pass mal auf, was bietet der alles? Wir fangen an mit dem Faktencheck. Also, zum einen, ja, kriegst du den für schlanke 26,7, das ist natürlich fast geschenkt. Nichtsdestotrotz, da sagen wir mal ganz ehrlich, dafür kriegst du natürlich auch so ein Gerät, was jetzt nicht von der Stange kommt, sondern ey, was schon echt so eine Besonderheit auf dem Platz ist. Weil da können wir uns ja mal ganz ehrlich mal, können wir auch sein, weil also, wenn du mit dem auf dem Platz stehst, dann bist du ganz weit vorne. Und zwar so weit vorne, ja, dass wir, jetzt müssen wir sagen, mal schauen, eine Aufbaulänge 4,71, Gesamtbreite 2,10 Meter, also echt schmales Gerät, also wirklich ein kleiner Wohnwagen. Und klein heißt ja meistens auch ziemlich leicht. Den könnte sogar die Medi vielleicht sogar hinten bei sich ranschlackern. Was der allerdings alles bietet und was der so kann, naja, das gucken wir uns zum einen mal von außen an, ja, weil der ist ja von außen schon eine totale Außenweide. Da siehst du es natürlich, also das ist so der Klassiker, ja, der Eriba oben mit diesem Ausstelldach, damit man auch vernünftig gerade stehen kann. Nichtsdestotrotz, hey, Safety first, vernünftige Anti-Schlingerkupplung, vernünftiges Chassis, zwei Gaspullen kriegst du rein, ja, ist auch nicht ganz so unwichtig, damit du nicht ständig rausrennen musst und irgendwie die Gaspulle rein und rausfuppelst. Und dann darüber hinaus, ja, bietet der natürlich nicht nur eine wunderschöne Front, sondern auch noch ein ziemlich adrettes Heck. Und dieses Heck, das nehmen wir jetzt mal so, wenn ich an dem Betonpfeiler vorbeigeschossen bin, mit ganz viel Leidenschaft ins Bild und dann sehen wir sogar, na gucke mal, da ist die. Hallo, Melli. Und ich bin nicht, pass auf. So, also schönes Ding, aber hey, manchmal glänzen ja auch die inneren Werte. Das ist bei Wohnwagen nicht anders als bei Frauen. Wir hüpfen rein. Manchmal sind ja kleine Sachen ganz groß. Und das ist natürlich auch in diesem kleinen Wohnwagen der Fall. Ja, zum einen hast du hier ein schönes Bettchen. Das finde ich super. Und jetzt sage ich ja immer, das ist bequem, aber in diesem ist es sogar wirklich der Fall. Also das ist eine tolle Matratze, die ist ordentlich, nicht zu weich und nicht zu hart, obwohl das ja mal Geschmackssache ist. Dann hast du ein bisschen Stauraum und wenn du nach oben schaust, dann siehst du schon, was ist denn das? Warum ist denn das so klitterig? Naja, weil wir uns ja in einem Wohnwagen befinden, der über ein Hubdach verfügt. Weil, wenn ich jetzt stehen würde, dann wäre hier ungefähr Ende. Das ist natürlich dann doof, ja, würde ich mir ständig den Bregen anhauen, das wäre nix. Und dementsprechend natürlich auch die Schränke alles ein bisschen kleiner. Aber ey, für zwei Leute ist das ein total charmanter Reisewohnwagen. Finde ich ja super. Kannst du die Unterbuchsen reinschmeißen und dann hier hast du sogar, guck mal, das hier, Truma-Vent. Ja, denkt man sich als Profi, hat man ja schon mal was von gehört. Naja, das scheint doch was mit der Heizung sein zu können. Apropos Heizung, natürlich auch die kleine Truma Heizung drin, damit wir die Butze ein bisschen warm kriegen. Und apropos warm, damit das Essen nicht immer kalt ist, dann hast du natürlich auch wahrscheinlich drei Flammenkocher, bums, kannst du die Nudeln warm dödeln. Und damit die vorher nicht total wegschimmeln, ja, wenn du so eine Soße kaufst oder von zu Hause mitnimmst, hast du natürlich auch einen kleinen Kühlschrank. Da muss ich natürlich bewusst sein, wenn du da so, hier, da ist das Eisfach hinter, das kriege ich jetzt gerade nicht aufgemacht von hier hinten. Drei Pullen Bacardi passen hier halt nicht rein. Also, ja. Sparsam leben. Apropos sparsam leben, natürlich ist der Raum in diesem Wohnwagen ein bisschen beschränkter als in so einem 5,80 Meter Ding, aber er ist cool genutzt. Und wie, das zeigen wir dir, wenn wir uns einmal umgedreht haben.
So, apropos toll genutzt, jetzt guck mal, jetzt haben wir hier ein Badezimmer. Ja, und jetzt nicht nur irgendwie, dass man mit den Füßen rausgucken muss, während man auf dem Lokus sitzt, übrigens Z-Wort-Kassettentoilette, sondern ordentlich, auch natürlich mit Stehhöhe ausgestattet. Und hier siehst du zum Beispiel, wenn du das Dach jetzt runterlässt, dann spumst auch der Spiegel runter. Ja, ist ja ganz klar, bei uns hätte es ja oben ein Loch drin. Das finde ich super. Jetzt habe ich aber gerade eine Frage im Kopf. Ja, zum einen, da kann man was raufstellen, und zum anderen, was ist denn, wenn mal so richtig Wind und Regen ist? Ja, dann kommt der so von der Seite, kommt es da durch? Da frage ich gleich mal den Experten. Der ist nämlich gerade schon vor Ort. Aber apropos vor Ort, jetzt pass mal auf, jetzt zeigen wir uns noch was. Jetzt habe ich gefragt, das Radio ist nicht dabei. Ich meine, das finde ich natürlich total super. Das ist ja so echt Charme. Rockabilly, 50er Jahre, Chakalaka. Der Süden wird wieder auferstehen. Sagt man noch, oder Melli? The South will rise again. Darf man das sagen oder politisch unkorrekt? Ja, aber bei mir ist das total bedeutungslos. Es passt aber zu diesem ganzen Charme hier, das mit diesen weiß-roten Lederbänken. Super Zwei-Personen-Wohnwagen, oder Melli? Mhm, es sind aber drei Schlafplätze. Weil man, natürlich, das ist wichtig, dass du mich darauf hinweist, dass man hier natürlich absenken, patsch, patsch, Rücken legen, umgelegt und plötzlich hast du hier auch noch einen Schlafplatz. Ich persönlich würde das richtige Bett bevorzugen. Echt ein schöner Wohnwagen. Wirklich, okay, hier auch so mit der indirekten Beleuchtung hier oben. Also haben sie sich eine ganze Menge Kleinigkeiten einfallen lassen. Jetzt ist es aber auch so, machen wir uns an der Stelle bitte auch nichts vor. Ich behaupte mal ganz tollkühn was. Bist du so Anfang 20, ja, willst du mal mit dem Camping anfangen? Und denkst dir auch so einen kleinen Wohnwagen für mich und meine Herzensdame. Und dann gehst du los und dann gehst du zum Händler und dann sagt der, pass auf Klaus, 26 Scheine. Dann könnte es sein, dass du mit Anfang 20 sagst, ich komme dann nächstes Jahr wieder. Also, schönes Ding. Für den Einsteiger, ja, also Aufteilung cool, Preis ist natürlich eine Hausnummer. Aber manchmal bezahlt man die geilen Dinge ja auch einfach mit. Aber jetzt pass auf, jetzt stelle ich dem Experten noch die Frage, wie das mit diesem Dach ist, ob das auch wirklich dicht bleibt, wenn der Wind mal so nordisch waagerecht feuert, mit dem Regen zusammen. Und jetzt haben wir uns den Experten mal rangeholt. Es ist immer gut, Experten in der Reichweite zu haben. Der sagt mir, also das Ding ist wettertauglich und somit recht dicht. Also wenn du natürlich so 20 Tage am Stück von waagerecht den Regen durchknallen hast, dann wird das irgendwann ein bisschen kritisch, weil dann stößt das Ding an seine Grenze. Und hier kannst du übrigens aufmachen, dann kommt dann hier so ein bisschen Luft rein, ist ja manchmal auch nicht schlecht. Und da habe ich ihm noch eine Frage gestellt, nämlich, hey du, ganz im Ernst, blöde Frage, wie ist es denn mit Wintercamping? Es gibt als Sonderzubehör so Isolierungsmatten oder was, dann ist das auch ein bisschen besser für Wintercamping, aber, und das hat er mir auch gesagt, wenn es mal richtig, richtig kalt ist, so wie jetzt die letzten Tage, boom, dann mach das Dach einfach zu, weil dann läufst du nicht Gefahr, dass du einfach zu viel Wärme über die Plane verlierst. Kleines Ding. Übrigens noch ein Vorteil. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit diesem kleinen vielleicht sogar in die eine oder andere Garage reingefahren kommst, was du ja mit dem großen Wohnwagen eher nicht hinkriegst. Jetzt muss ich meinen Schädel wieder einziehen, weil ich jetzt gleich rauslaufe. Aber dir sage ich vorher noch, schön, dass du dabei gewesen bist und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Tschüssi, dein Stefan.